Moin und willkommen bei FlixFlex. Heute zu einem neuen Video und zwar möchte ich mich mit dem Thema Midjourney nun beschäftigen. Einige haben es vielleicht in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen, dass gerade in Facebook-Gruppen eine größere Diskussion darüber gab, ob es jetzt wirklich gut ist, von der KI solche Bilder, sage ich mal, zu verwenden, um sie auf T-Shirts zu drucken oder eben nicht. Ich möchte heute ein bisschen Einblick geben, was Midjourney ist, wie man vielleicht damit selber Sachen erstellen kann, auch im Affinity-Design etc. Ich möchte aber jetzt nicht zu detailreich darauf eingehen, also wie ihr euch zum Beispiel einen Account erstellt oder sowas. Das kann ich, wenn ihr möchtet, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, falls ich sowas auch mal machen soll, also wie ihr einfach selber einen einfachen Start bekommt, dann würde ich dazu auch ein Video machen. Aber ich weiß einfach nicht, wie weit ihr ungefähr gerade seid, also wie sehr ihr in dem Thema drin seid, ob es überhaupt euch interessiert. Darum lasst es mich gerne einmal wissen. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht mehr lang drum rum, sondern gehen dann direkt mal auf die Hauptseite von Midjourney. Zack. Und genau, ich habe einfach oben in die Suche midjourney.com eingegeben und dann solltet ihr hier eigentlich auch landen. Die Seite sieht vielleicht auf den ersten Blick etwas kompliziert aus, ist sie aber eigentlich nicht. Sie ist relativ simpel aufgestellt. Hier vorne könnt ihr euch anmelden, euch einen Account erstellen. Wie gesagt, da möchte ich heute nicht drauf eingehen, sondern wir schauen uns einmal gleich die Community Showcase an, was überhaupt für Bilder so erstellt werden durch Midjourney. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, was das Ganze jetzt ist, kurz erklärt, das Ganze ist eine künstliche Intelligenz, also eine AI, die durch Sprachbefehle Bilder erstellt. Das bedeutet, ihr sagt der künstlichen Intelligenz, mach mir ein Bild mit einer Katze, die gerade lächelt und auf einem Skateboard fährt, was auch immer. Und dann versucht eben die künstliche Intelligenz aus einer großen Datenmenge an Bildern, die sie quasi gespeichert hat, ein neues zu kreieren, was es noch nicht gab. Dadurch ist das Bild quasi ganz individuell und auch bisherige Bilder, die bereits quasi erstellt worden sind von der künstlichen Intelligenz, werden nicht nochmal in genau dem gleichen Wege erstellt werden können, wie sie gemacht worden sind. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Ihr habt es ein bisschen verstanden. Es wird gleich nochmal ein bisschen deutlicher, wenn wir uns die Beispiele anschauen. Dafür gehen wir jetzt, würde ich auch sagen, mal direkt in den Community Showcase, um uns das ein wenig anzuschauen. Hier sind quasi alle verschiedenen Bilder gelistet, die von anderen Usern, die eben auch diese künstliche Intelligenz Midjourney benutzen, aufgelistet. Und hier dient es relativ gut, finde ich, zur Inspirationssuche. Also hier können wir einfach mal durchscrollen und sehen, okay, was für verschiedene Stile wurden verwendet, was für Bilder wurden überhaupt erstellt, wo sind vielleicht Grenzen von Midjourney, wo merkt man, okay, das kann diese künstliche Intelligenz vielleicht noch nicht so gut oder was kann es gut. Gerade finde ich, was direkt ins Auge springt, ist, sage ich mal, die Qualität der Bilder. Dafür wird es ja auch sehr häufig gelobt in den Facebook-Gruppen und so, dass eben diese Qualität, die diese AI hier bietet, einfach enorm hoch ist. Wenn wir uns hier zum Beispiel mal rechts diesen König anschauen, wow, ist, würde ich sagen, richtig krass. Gerade wenn man irgendwie nah ranzoomt, sieht man eben wirklich auf der Haut diese Falten etc., an der Krone und diesen Goldschmuck und so, dass es schon eine sehr hohe Qualität hat. Aber natürlich sehen wir hier zum Beispiel an der Brille, dass diese hier nicht zum Beispiel ganz hinters Ohr geht oder so. Also wir sehen, wenn man nah genug rangeht, dass Midjourney immer noch Probleme hat, bestimmte Feinheiten exakt oder irgendwelche Details genau ins Bild zu platzieren. Das fällt aber gerade, wenn man von weiter weg geht, beziehungsweise von weiter weg schaut, nicht sonderlich auf. Wir können hier nochmal ein bisschen weiter durchschauen und sehen, hier gibt es zum Beispiel eine Katze. Hier haben wir nochmal einen ganz anderen Stil, also mehr so dieses Watercolor, selber gezeichnete. Hier haben wir zum Beispiel auch mit so einem, von Star Wars ist es ja, glaube ich, mit einem relativ schlichten Background. Hier haben wir doch eher was Gemaltes. Also ihr seht schon, dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt. Und das Coole daran ist, dass man zum Beispiel auch verschiedene Stile, irgendwie Artstyles von Van Gogh beispielsweise oder eben von Picasso, was auch immer, adaptieren kann. Das bedeutet, man schreibt dann, beziehungsweise man sagt der KI dann letztendlich, okay, bitte versuch mal ein Bild in dem Stil von Van Gogh zu machen. Und dann versucht sie sich an den Bildern, die sie eben in ihrer Datenbank hat, zu orientieren und erstellt auf der Basis ein Bild. Ich kann es euch gleich auch mal zeigen, dann gehen wir in die Praxis. Vielleicht einmal nochmal erklärt, wie können wir jetzt überhaupt solche Bilder erstellen. Dafür ist es wichtig, dass ihr einen Discord-Account habt und auf den Discord-Server von Midjourney geht. Das möchte ich jetzt, wie gesagt, auch noch nicht in dem Video hier erklären, weil es doch vielleicht ein kleiner Prozess ist, beziehungsweise ein etwas größerer Prozess ist, der ein eigenes Video bedarf. Aber wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann mache ich auch so eins. Gut, wir gehen jetzt einmal in einen Discord-Server, den ich hier für mich selber erstellt habe, um ein paar Tests zu machen, um es ein bisschen auszuprobieren etc. Und das Ganze basiert eigentlich hauptsächlich auf einem Befehl. Das bedeutet, wir müssen vor jeder Aktion, vor jedem Bild, was wir erstellen wollen, immer was Kleines eingeben und können dann der KI quasi beschreiben, was wir haben möchten.
Dieses Vorwort, was wir brauchen, ist slash imagine und wir sehen hier schon, hier wird es vorgeschlagen, prompt. Prompts sind quasi kurze Begriffe bzw. kleine Abschnitte, wo man eben die Beschreibung des Bildes reinschreiben kann, worum es gehen soll. Das bedeutet, wir haben jetzt hier imagine prompt und jetzt können wir eben eingeben cat smiling and skateboarding. Machen wir einfach mal als Beispiel. Wir drücken Enter und warten jetzt ein wenig. Hier steht auch schon waiting to start. Gucken ungefähr, wie lange es dauert. Ich habe hier den Fast Mode aktiviert, also sollte es eigentlich relativ schnell gehen. Wir können auch schon sehen, dass hier die KI arbeitet und direkt hier erste Umrisse erstellt. Dazu gesagt ist, dass die AI auch immer 4 verschiedene Versionen erstellt, dass man sich danach quasi ein bisschen aussuchen kann, welches einem vielleicht am besten gefällt, um dieses dann vielleicht nochmal hoch zu skalieren. Wir sehen, es ist fertig geworden. Wir klicken einmal drauf, um es uns in größer anzeigen zu lassen. Und letztendlich sehen wir schon, dass es genau die Sachen wirklich auch umgesetzt hat, die wir wollten. Wir haben eine Katze, die lacht, beziehungsweise hier relativ grob mit großem, weitem, offenem Mund lächelt und auf einem Skateboard sitzt. Natürlich sehen wir hier ab und zu mal so kleine Sachen, die vielleicht ein bisschen komisch aussehen. Gerade hier bei den Pfoten, beim oberen linken Bild oder so. Oder dass die Zunge hier vielleicht nicht perfekt aussieht beim oberen rechten Bild. Aber das sind eben Sachen, die ganz natürlich sind, wo man dann einfach ein bisschen mal ausprobieren muss und versuchen kann, die ein bisschen auszumerzen. Das einmal als kleines Beispiel. Wir gehen jetzt noch einmal zurück in den Community Showcase hier rein. Und was ein Tipp von mir quasi ist, um relativ, sag ich mal, beginnerfreundlich anzufangen, ist das Gute zumindest hier am Showcase ist, dass wenn wir über die Bilder gehen, dass wir die Prompts von den unterschiedlichen Werken, die hier erstellt worden sind, auch einsehen können. Das bedeutet hier zum Beispiel bei diesem Mandalorian können wir sehen, was geschrieben wurde. Es wurde gesagt, Full Body of a Mandalorian with Grogu as Vintage Punk Samurai und so weiter und so weiter. Das bedeutet, wenn wir hier einfach mal über diese verschiedenen Bilder gehen, können wir uns den Prompt bzw. den Befehl, der hier benutzt wurde, rauskopieren und dann quasi selber benutzen. Dadurch können wir eben einen Stil, wo wir nicht wissen, wie der beschrieben wird, zum Beispiel hier von diesem Side-Profile-Shot, können wir den uns hier einfach mal rauskopieren, machen wir auch mal. Und jetzt in unseren eigenen Prompt eingeben, dass wir wieder Imagine Prompt schreiben, geben einfach genau das gleiche einmal ein und können einmal schauen, okay, ob jetzt vielleicht sowas ähnliches rauskommt. So, es hat fertig geladen, wir gucken es uns einmal an und wir sehen schon, es ist auf jeden Fall anders als das Original, wie wir es hier haben, das ist ja mehr von der Seite und so. Aber wir können schon erkennen, dass der Stil ein wenig ähnlich ist, mit dem Hintergrund, der sehr schlicht gehalten ist, auch der Kopf, der quasi relativ viele Verzierungen und so hat. Also wir sehen schon, dass es ein ähnlicher Stil verwendet wurde und das können wir uns eben hier im Prompt auch genau angucken. Und zwar haben wir hier einmal Stunning Goddess und dann Artwork by Pierre Cardin and Bert Stern, wie man auch immer die beiden dann ausspricht. Und hier sehen wir zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass wir einen Stil von bestimmten Künstlern, wie eben die beiden, übernommen haben und auf das Bild angewendet haben. Wir können jetzt auch einfach, wenn wir wollen, uns das gleiche nochmal hier eingeben, aber diesmal vielleicht vorne etwas ändern, um zu schauen, ob wir es eben auch auf andere Sachen anwenden können. Das bedeutet, wenn wir hier unsere Katze nehmen, die eben auf dem Skateboard fährt und den gleichen Stil wenden, können wir mal schauen, was dabei rauskommt. So, und wir sehen schon, wenn wir uns die Bilder angucken, es sieht komplett anders aus, wie die 4 Katzen, die wir hier ganz am Anfang hatten. Der Hintergrund ist hier viel detailgetreuer. Natürlich, hier hatten wir noch das Smiling drin, aber letztendlich tut sich dahingehend nicht so viel. Die Katze ist auch deutlich realistischer, sage ich mal. Und hier ist es eben ein ganz anderer Stil, der verwendet wurde, der vielleicht auch, sage ich mal, ein bisschen besser auf T-Shirts passen würde, als der hier oben. Und das ist eben eine mega gute Möglichkeit, sage ich mal, wenn man hier in diesem Community Showcase ein bisschen durchgeht, einfach mal schaut, okay, welche Stile könnten mir gefallen, beziehungsweise könnten auch den Kunden gefallen, um es eben dann letztendlich auf T-Shirts zu drucken. Wenn es eben viel zu realistisch ist, ist es dann schwierig, das Ganze rauszuschneiden, vielleicht hochzuskalieren etc., um das Ganze dann letztendlich drucken zu können. Gerade wenn man hier so Oil-Paintings und sowas hat, ist es vielleicht schwieriger darzustellen als irgendwelche Vektorsachen wie das hier zum Beispiel. Und so könnt ihr eben, wie gesagt, hier einmal durch die ganze Galerie gehen. Hier zum Beispiel sehen wir eigentlich was ganz Cooles. So eine Katze in einem, hier steht es auch, Vectorized Sticker Art Design, dass ihr quasi das Ganze als Inspiration nehmt und hier so kleine Sachen rausnehmt. Zum Beispiel dieses Vectorized Sticker Art Design Off. Können wir uns auch einfach mal rauskopieren und uns überlegen, ob wir das Ganze jetzt auch hier nochmal mit unserer Katze verbinden. Bedeutet, wir nehmen auch den gleichen Anfang, den eben dieser Stil verwendet hat und schreiben jetzt dahinter wieder Cat
Skateboarding und können mal schauen, was jetzt mal rauskommt. So, wir sehen uns mal hier die Bilder an und sehen, dass es schon mal ein komplett Unterschied wieder ist zu den anderen Sachen, die wir vorher hatten. Hier viel realistischer, hier auf einmal mehr in einer Art Vector- oder Cartoon-Style. Und hier können wir dann eben ganz viel rumexperimentieren, uns Inspiration von den anderen suchen und schauen, okay, welche Befehle passen denn gut, um eben letztendlich Grafiken zu bekommen, die man eventuell ganz gut auf ein T-Shirt drucken könnte. Ich werde mir jetzt, beziehungsweise wir können jetzt erst einmal hier die unteren Funktionen hier uns anschauen. Hier haben wir nämlich U1 bis U4 und V1 bis V4 und das Ganze beschreibt diese vier Bilder. Oben links 1, oben rechts die 2, unten links die 3 und unten rechts die 4. Und U steht für Upscaling, das bedeutet, wenn wir jetzt dieses ganze Bild, könnten wir uns, wenn wir überlegen, im Browser öffnen und uns mit Rechtsklick speichern unter herunterladen. Dann haben wir das quasi und können das einfach als JPEG oder PNG speichern und für verschiedene Sachen verwenden. Wenn wir jetzt aber, wie gesagt, nur das oben links oder das unten links haben möchten, dann können wir hier eben auf Upscaling drücken. Das machen wir einfach mal beim Dreier. Und jetzt arbeitet quasi die KI und erstellt uns quasi eine neue Version von diesem ganzen, von den Katzen hier, nur mit der Katze von unten links. Mit der V-Funktion hier unten, V1 bis V4, können wir Variationen erstellen. Das können wir zum Beispiel bei der Katze 4 machen. Drücken wir auf V4 und drücken auf Absenden. Und gleich, wenn es fertig geladen ist, können wir es uns einmal anschauen. Bei den Variationen sehen wir hier direkt, dass es sich letztendlich fast um genau die gleiche Katze handelt, beziehungsweise um dieses Bild hier unten rechts, das wir gemacht haben, nur in verschiedenen Variationen. Das bedeutet, die KI orientiert sich komplett an der Version, die wir hier oben erstellt haben und versucht jetzt nochmal verschiedene Sachen zu ändern. Zum Beispiel hier der Hintergrund wurde geändert, generell wie die Katze hier sitzt, auch wenn es ein bisschen komisch und nicht wirklich natürlich aussieht, sehen wir, dass das Skateboard sich verändert hat, die Rollen etc., sodass man immer mehr, je nachdem, ob es einem gefallen hat, immer mehr an das rankommt, was man letztendlich haben möchte. Hier sehen wir dann, dass dieses Ganze abgescaled wurde, das bedeutet, jetzt haben wir hier ein komplettes Bild, das können wir im Browser öffnen und das können wir uns auch gleich runterladen. Ich werde gleich mal gucken, ob ich da im Affinity Designer irgendwas vielleicht erstellen kann, was ganz cool aussieht und melde mich dann nochmal wieder zurück. Ich habe jetzt mal schnell noch ein kleines Design hier erstellt. Ist jetzt nichts Großes geworden, sieht vielleicht auch nicht so sonderlich gut aus. Ich dachte mir einfach, ich nehme die Grafik und packe noch ein bisschen Text dazu, dass ich mal so eine Vorstellung habe, wie sowas vielleicht aussehen könnte, wenn man eben solche Grafiken von der künstlichen Intelligenz nimmt. Das soll es eigentlich dann auch fürs Video gewesen sein. Ich glaube, es gibt nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so oder euch generell mehr zu diesem Thema wünscht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin auch gerade dabei, verschiedene Sachen ausprobieren, auch vielleicht auf Amazon hochzuladen und so. Also ja, schreibt es gerne in die Kommentare, ob euch es gefallen hat. Lasst ein Abo da und ein Like da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag und yes, ciao, ciao.